Eichen, also sie haben sich die immer von mir ausgeliehen und dann immer, wenn sie dann selber wieder welche hatten, zurückgegeben. Und ich glaube, ich hatte dadurch zweimal so ziemlich alle gängigen Marken durch im Besitz. Und die dann immer weiter wieder umgetauscht. Das Ganze ging so lange, bis ich die einmal beim Waschen in der Hose in Tasche vergessen hatte. Und sie dann meine Mom, weil sie es nicht mitwaschen wollte, es war eine Blechschachtel, die macht die Maschine nur kaputt, rausgetan hat. Und jetzt, sie wollte einem hier eigentlich wieder ins Zimmer legen, weil sie wusste ja davon und sie wusste aber auch, dass ich die nicht rauche, weil sonst wären die ja schon lang weg. Sie wusste nämlich, dass ich die ungefähr schon seit einem halben bis einem Jahr mit mir rumtrage. Und ja, das Ding ist, wir wissen bis heute nicht, wo diese Blechschachtel hin ist. Weder sie weiß es, noch ich weiß es. Sie müsste eigentlich noch irgendwo in der Waschküche rumliegen. Das heißt, jetzt wo mein Vater ausgezogen ist, könnte ich. Vielleicht finde ich sie sogar. Es ist, finde ich, etwas schade, weil es war eine sehr schöne Blechschachtel. Auch wenn sie mittlerweile, also auch wenn sie zu dem Zeitpunkt schon verbogen as fuck war, aber sie war trotzdem schön. Sie war klein. Jetzt habe ich ihr nur noch relativ hässliche. Mir vom Design überhaupt nicht gefallen. Aber ja gut, das kann man jetzt nicht ändern, ne? Wie ist man jetzt auf das? Ach ja, genau. Und ich glaube tatsächlich, dass es die Erziehung, dass mir nicht, das nicht verboten war, letztendlich dazu geführt hat, dass es für mich nie wirklich attraktiv war zu rauchen. Und wenn es staatlich vom Staat her verboten wird. Ich glaube, ich würde es in der Erziehung genauso machen, tatsächlich. Weil ich halt an mir gesehen habe, es funktioniert. Bei meiner Schwester hat es auch 1A funktioniert. Und nur mit Aufklärung alleine, wenn man sagt, das ist nicht gesund für dich, es funktioniert nicht. Weil jeder, der raucht, weiß, was er da für ein Risiko eingeht. Gesundheitlich. Das Einzige ist halt, ihn stört es halt nicht. Und es ist ja auch lustig, weil wenn ältere Leute rauchen, sagt mir auch nichts dagegen. Nur wenn jüngere Leute rauchen. Warum eigentlich? Die Älteren waren auch mal jung. Und die Jüngeren, wo man sich jetzt drüber beschwert, in 10 Jahren beschweren sich ja auch nicht mehr drüber. Sagen, ja, okay, ist halt so, ne? Und das ist halt irgendwie auch blöd. Wenn man so quasi sagt, ja, zu einem alten, zu einem Opa gehören die halt nun mal dazu. Soll, das erschließt ihm einfach nicht. Also wirklich nicht. Vor allem das Lustigste war ja, war auch am SMV-Skitag. Meine Begleitung, der Chrissy, der ist ja ein relativ starker Raucher und der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 15. Ich war 16. Und er hat gemeint, ja, aber wir müssen unbedingt dann noch schauen, dass wir Zigaretten kaufen. Dann so, hä? Was? Die sind doch da, die sind doch auch in Österreich ab 18, das ist doch EU-Richtlinie. Und das habe ich anscheinend so überzeugend rübergebracht, dass er es gar nicht erst versucht hat. Und nachher betrachtet sah, hat er dann den Bus ziemlich alt ausgeschaut. Also ich wusste übrigens wirklich nicht, ich war wirklich fest davon überzeugt, dass es ab 18 wäre. Aber er hat dann halt wirklich den Bus ziemlich verdutzt geschaut, als dann alle so gesagt haben, ja, und hast du jetzt Kippen gekauft? Nee. Also, warum nicht? War ganz lustig. Habe ich innerlich dann schon ein bisschen kaputt gelacht. Beziehungsweise hab's nicht, weil ich an dem Tag nicht gut beieinander war. Das haben wir schon erzählt. War aber trotzdem recht amüsant. Und ich weiß immer noch nicht genau, was ich überhaupt bauen will jetzt.
Ich könnte theoretisch mit den Häusern ja, anfangen, die in die Burg rein sollen, aber das will ich ja jetzt eigentlich auch nicht. Wenn ich ehrlich bin. Was könnte ich machen? Ich bin gerade echt etwas. Ja, die Kirche könnte ich machen. Frage ist, will ich denn die Kirche überhaupt machen? Oder ich kann auch etwas auf Reisen gehen und die Landschaft erkunden. Besonders da vorne in den Hafengegenden. Andererseits will ich das jetzt eigentlich auch nicht. Obwohl, die Sonne geht auf. Ich mache mich mal auf den. Oh cool, hier sind noch Steine. Ich mache mich mal auf den Weg dahin. Hallo Hühner, gehen wir mal da zum Hafen. Und ich finde es wirklich auch immer noch wunderschön, dass die immer noch keinen Ingame-Sound haben. Warum auch immer. Ich hinterfrage es einfach mal nicht, dass es so ist. Ich glaube, wenn eine Fackel nach, dann geht es zur Küste. Bei der Gelegenheit können wir tatsächlich auch, oh hoppla, die Burg nochmal anschauen. Sieht jetzt nicht so megamäßig aus, ne? Klar, die Türme fehlen und die Häuser fehlen. Das merkt man halt schon. Aber ja, gut. Das ist halt hier auf den Formelnamsel. Ach, hier ist dann jetzt unser Spawnpunkt. Wenn ich jetzt hier geradeaus, glaube ich, weitergehe, komme ich irgendwann zu einem Ozean. Ja, da sind die Fackeln. Genau. Echt krass, wenn ich nicht in, wenn ich vom Spawn aus von vornherein in die andere Richtung gelaufen wäre, hätten wir, glaube ich, die Berge hinten gar nicht entdeckt ohne das Tal. Dann wäre gleich zum Ozean. Was wir theoretisch jetzt mal machen könnten, wäre einfach mal über den Ozean schwimmen. Ich hätte dann für vielleicht einen Kompass mitnehmen müssen, aber. Ach, sieh mal einer an, wir müssen dafür nicht mehr über den Ozean, da kann man einfach hier über den Rücken. Den Bergrücken nach vorne gehen. Und die Bäume sagen ja sogar, es ist sogar schon neu generiertes Gebiet. Dass auf dieser Oberflächenhöhe sogar schon Eisen ist, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Sieht man von hier aus eigentlich noch die Burg? Ne, ist zu weit weg. Hier ist eine Höhle. Davon abgesehen, wir könnten uns theoretisch, wenn wir es wieder verlaufen, immer noch einen Kompass machen, nach Hause zu kommen. Die gibt's mittlerweile. Ist für mich als Orientierungslinie wahrscheinlich sogar das Wichtigste. Eine coole Location. Hier sind wieder sehr viele Berge. Hier fehlt ein bisschen Gras. Gut, aber sonst ist jetzt hier nicht so viel, ne? So. Und da kommen wir letztendlich her. Oh, schau, da vorne ist ein Kaktus. Das sind auch Schafe.
Schon vorne ist auch wieder so ein hoher Berg. Eine Kuh. Hoppla. Ich gehe jetzt noch auf diesen Bergrücken und schaue, was sich so dahinter befindet. Aber mehr will ich dann auch nicht mehr machen. Oder dahinter. Herrgott, ich weiß ja auch nicht, wo ich hin will. Ich sollte zumindest nur so weit gehen, dass ich auch weiß, wie ich wieder zurückkomme. Also landschaftlich ist das jetzt alles nicht so megamäßig, der Burner. Gut, was willst du denn auch erwarten, ne? Ist ja noch Alpha? Schau, da vorne sind Schafe. Gehen wir mal zu den Schafen hin. Help. Gib mir deine Wolle, du auch, danke. Suckelt wieder mal. Weil sieht ja alles gleich aus, landschaftlich. Also wieder große Bäume. Ich glaube doch auf meiner Insel. Das ist ein geiler Ausblick. Das ist auch eine sehr interessante Felsformation, aber oh mein Gott, ist das ein geiler Ausblick. Hoppla. Seht euch das mal an. Das ist ja megamäßig. Ich glaube, hier können wir dann auch mal Sand farmen. Alter, obwohl eigentlich ist die Gegend jetzt so schön, um Sand zu farmen. Eieiei, es ist eine schwierige Situation jetzt. Oh. Da habe ich gerade Schaden gekriegt. Aber Wahnsinn, wie das hier aussieht. Also die Gegend müssen wir uns merken. Ist ja echt megamäßig. War das deine Kaktus, die wir vorhin gesehen haben? Sieh mal eine an. Ich glaube, den nehmen wir jetzt mal mit. Den klauen wir uns. Also wie groß die Teile sind, wenn sie da am Boden liegen. Gehen wir mal wieder auf meine Heimatinsel. Wie tief ist hier eigentlich der Boden? Hier unten. Na, geht so. Also ist schon hammermäßig. Ging das also hier hinten? Da jetzt nicht so, aber an der Küste ist es schon extrem cool. Ich weiß immer nicht genau, was ich machen will. Was jetzt nächstes bauen? Da stehe ich noch so vor einem kleinen Rätsel. Einfach die Landschaft erkunden ist sehr schön, aber nicht zielführend. Zuerst wieder nach Hause finden wir gut.
Ja, gut, aber ich glaube, das schaffe ich noch. Ja, das ist schon die erste Fackel.